Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute sind wir in einer Map. Das hier ist eine Lobby. Diese Lobby wird die Lobby von meinem Server sein. Ich mache nämlich einen Server. Ich weiß nicht, wenn er fertig sein wird und alles. Ich weiß nur, ich mache einen Server. Ja. Ich hoffe aber auch, dass ihr euch drauf freut. Und der Server soll im Vanilla sein, das heißt 100% ohne Command Blocks. Aber bauen darf ich nicht, also ich meine 100% mit Command Blocks und ohne Plugins. Was sage ich hier überhaupt? Einfach ohne Command, mit Command Blocken gebaut, einfach Vanilla. So werde ich mit euch zusammen jetzt ein bisschen hier weiterbauen. Denn diese Command Blocks sollte eigentlich ein bisschen versteckter sein. Das Ganze hier soll ein Vanilla-Server werden, möglichst ohne Plugins. Vielleicht wird das eine oder andere Anti-Cheat-Plugins doch irgendwann mal nötig werden, allerdings geplant ist ohne Plugins. Jetzt fliegen wir erstmal zum ersten Spielmodus, der bereits fast fertig ist. Ich muss noch von der Lobby aus den TP einrichten. Ich habe wieder Caps Lock eingeschaltet aus Versehen. Ja. Ja, ich habe mir natürlich für den Bau noch einen kleinen Mod zur Hilfe geholt. Das wäre der World Edit Mod. Hier unten seht ihr nun schon, wie der erste Spielmodus dann funktionieren wird. Denn wir können uns eigentlich dorthin teleportieren, machen wir jetzt nicht. Der hier ist leer. Nee. Wir müssen erstmal dummerweise kurz hier durch. So, sind wir hier. World Edit brauche ich, dass ich das Ganze besser bauen kann. Hier setzen wir mal den ersten Command Block. Und dann hier den nächsten. Die sind alle vier dann mit denselben Sachen drin. Allerdings haben die alle dann einen anderen Spielmodus, der benutzt wird. Ja. Wo habe ich jetzt 5 platziert? Ne, 4. Gut. Da gehen wir jetzt wieder durch. Und jetzt brauchen wir das, was sich hier drin befindet. Und können wieder durch die Wand. Für was wir das brauchen, das ist der Befehl. Ja, bin ich wieder mal total falsch. Ich habe ein bisschen Probleme, was World Edit mit dem Kompass angeht. Er ist sehr nützlich, ja. Ich mache nur immer irgendetwas falsch. Befehl steht da. Da machen wir. Oh, jetzt habe ich diese Klammer hier weggemacht. Slash. Ach nee, es soll ja ein Z-Block sein hier. Dann machen wir kurz so rein. Kann ich mir merken, dass dort jetzt Befehl reinkommen soll. Okay, der Z-Block-Command soll auf diese Position hier bezogen werden. Video wird sehr kurz ausfallen. 3 Minuten, schon fast zu viel. Ich habe gleich wieder Schule. Und zwar... Wo ist es? Finde ich es hier. Das schreiben wir in den Chat. Mal F3Q. Da können wir irgendwo doch Chat leeren. F3D. Haben wir jetzt den Chat geklärt? Ja, zum Glück. Ja. So. Und dann haben wir eben das Ganze im Chat drin. Ist ja klar. Ist ziemlich nützlich hier. Und ich kann schnell durch die Wand hindurch wandern. Ist auch gut. Wir haben 149 reingeschrieben. Ich habe es nicht gemerkt. Höhe 4 und 377.
müssen wir kopieren und fügen das Ganze jetzt hier hinein. Wartet, wartet. Slash Setblock. Ctrl V. Was gibt's denn für einen coolen Block? Wir nehmen einfach San Zeppelin. Ctrl A, Ctrl C, fertig. Das ist schon der erste Spielmodus hier eigentlich. Fertig. Jetzt einmal kurz bepowern. Und jetzt sollten wir ein Schild bekommen. Nö. Ach, das ist ein Block da. Da ja, klar. Nice, auf jeden Fall. Gut gemacht. Das Schild müssen wir erstmal setzen. Das ganze Schild. Ich mache jetzt einfach mal hier ein TP für den Spielmodus fertig. Danach ist das Video schon zu Ende. Das Schild ist das hier. Und das platzieren wir hier. Einfach mal hier so probehalbweise etwas. Irgendwo steht doch dann Block. Ja. Der Block befindet sich auf der Position, die wir hier haben. Ja. Dann können wir jetzt hier wieder hin und müssen noch dort die Koordinaten des Blockes angeben, also des Schildes, das ganz vorne. Wir schauen jetzt einfach mal, wie es denn so aussieht, ob es funktioniert. Das war's dann auch schon. Also mehr schauen wir jetzt erstmal noch nicht. Da, fertig. Und haben wir nicht, nein, haben wir nicht. Wir brauchen einen Knopf. Nehmen wir einfach einen Knopf. So. Wie sieht das jetzt aus? Hat sich nichts getan. Aber ist doch... Also der Command ist eigentlich für diese Version gedacht. Wenn es nicht funktioniert, haben wir wieder mal gar nichts geschafft in der... im ganzen Video. Müssen wir so... Und... Das ja auch weg mit dem, mit dieser Klammer. Fertig. So vielleicht. Hat es jetzt geklappt? Nee. Na toll, wir haben 7 Minuten nichts geschafft. Und ich muss das Video jetzt auch beenden. Ich muss in 10 Minuten in die Schule. Was mit heutem Video? Schön, dass ihr dabei wart. Ich werde es offscreen noch schauen, dass es funktioniert. Dass ich mich mit dem Schild dann TP hin kann. Schön, dass ihr dabei wart. Und damit ciao. Leute!